Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terraria. Ja, heute geht es hoffentlich ein letztes Mal in den Dungeon rein. Dann haben wir den hoffentlich endlich mal komplett erkundet. Und wir können uns um andere Sachen kümmern. So, ja. Ja, was ich letztes Mal noch erzählen wollte, wo ich aber, glaube ich, unterbrochen wurde von irgendwelchen Skelettmagiern und sonst welchen Viechern, ist, ich habe das mal durchgetestet auf meinem Testserver-Account, wie das ist mit der Droprate von Harpien, von der Giant Harpy Feather, also von der großen Harpienfeder. Und sie droppt auch in Normalmodus, aber ja, wenn ich mir meine Stichproben so angeschaut habe, droppt die halt deutlich öfters im Hard-Mode. Kann auch sein, dass ich mich getäuscht habe, aber naja, so 1000 Harpien gekillt und ich habe vielleicht eine bekommen und ja, 1000 Harpien im Hard-Mode gekillt dann nochmal und dann einige mehr bekommen. Vielleicht nicht ganz 5, aber gut. Immerhin, ich habe da schon einen Unterschied gespürt, aber es kann natürlich auch reiner Zufall gewesen sein. Weil, ich meine, manchmal killt man 200 Harpien und dann droppt nichts und mal bei einer Droprate von 0,5%, wenn man es 0,5 und mal killt man 200 Harpien und es droppen 10 bis 20 Stück von davon. Kann alles passieren. Aber ich denke mal schon, die Stichproben waren recht akkurat. Ja, gut. So, ja, ich habe ein paar Tage Pause gemacht. Hatte halt anderes zu tun. Ich will nicht sagen besseres, sondern einfach nur anderes. Und dann hat man keine Lust, noch irgendwo mitten in der Nacht noch mal eine Runde Terraria zu spielen. Ob man es nun Let's Played oder einfach nur Played, sei mal dahingestellt, aber auf jeden Fall hatte ich keine Lust zu spielen. So, der Zombie kann mich mal in die Füße fassen. Und ich brauche jetzt mal was. Und zwar einen Aschenbecher. Zumindest griffbereit. Gut. Aber ja, das kennen wir ja. Auf diese Stacheln fallen wir ja jedes Mal irgendwie. Die Stacheln berühren wir so bummelig jedes zweite Mal. Und die Knochenmagier nerven uns jedes Mal. So, will ich erstmal da oben hin. Aua. Eine Pfeilfalle. Oh, nehmen wir doch halt mal mit. Und wenn wir mal dabei sind, demontieren wir alles, was da irgendwie mit zu tun hat. Da sind auch Bücher. So, machen wir also erstmal den Raum noch ab, weil ich denke mal, das wird einer der letzten Räume sein. Mal abgesehen von dem kleinen Kram unten. Hoppala. Jupp, genau. Versuche. Ja gut. Ja, was mache ich denn da, um nicht zu sterben? Thank you.
So, so und so. Gut, da war schon zu Ende. So. Ja, dann müssen wir theoretisch nur diesen Bereich da unten abgasen. Tja, das hättest du aber gedacht, wa? Sich anzuschleichen, während ich mit der Karte beschäftigt bin. Green Dungeon Vase. Und noch eine Green Dungeon Vase. Da geht nichts mit an. Und doch, ich habe gerade mal kurz einen Skelettmagier angeschaltet. Ich komme heute leider auch auf Knopf. Gut. Genug der schlechten Witze oder Karlauer oder Sprüche. Ja, und hier ist wohl wahrscheinlich irgendwo wieder eine. Naja, hier war eine Falle. Eisen mit Viechern. Ich geh kaputt. Aber erstmal gehen die kaputt. So. Gesundheitstechnisch. Immer noch 355. Gesundheitstechnisch. Also immer noch 355 von 400 Leben. Habe ich mich ja eigentlich recht gut gehalten. Oh Mann, bau doch einfach diese blöde Fackel dahin. Ja. Plattform, weil hier geht es ja auch irgendwie nervig. Ja, und da ist wieder eine Plattform. Ist eigentlich ein Bug, finde ich. Also wir wollten das nicht wirklich sein. Ja. Aber war so klar. Mann, bring doch einfach mal die Scheißfackel an. Ja gut, alle Sachen, die wir schon hatten, aber immerhin noch eine Kiste mehr. Gut, das scheint schon fast der Dungeon gewesen zu sein. Okay. Ich meine, aber ich habe da mehr gesehen. Irgendwie ist da, glaube ich, noch lang, laut. Ja, ich muss mir das nochmal angucken. Ja, ja. Geh einfach sterben. Da ist hier so eine komische Raumdingsbums. Da. Und so ein kleiner Miniraum, sag ich. Na doch, da geht's weiter. Gut. Meine Fresse. Ja, und von links und von rechts und von oben und von unten und hast du nicht gesehen. Bitte jetzt noch drei Magier, die mich durch die Wände angreifen. Weil es so schön ist. Oho. Was klopft denn da wieder gegen die Tür? Ja,
Ah ja, da geht's auch weiter. Ich bereits gekillt habe und trotzdem noch keine Voodoo-Dolls. So, das Bettchen nehmen wir auch nochmal mit. Warte mal, die Lampe wollte ich auch noch mitnehmen, ne? Die habe ich mitgenommen. Ach was. Oh Mann, ich bin wieder Taschen voll. Ey, ich krieg die richtige Vogel hier. Was können wir denn mal wegpacken? Dungeon Base. Ja komm, hau die Knochen weg. Ja, genau so wollte ich machen. Schön mich an die Stacheln festhalten. Und ich hab ja. Oh, romantik sein. Ja. Was können wir denn noch wegschmeißen? Nein. Was können wir denn noch wegschmeißen? Gut, weg mit dem Glitter. Da ist eine komische Sackgasse mit 1000 Skeletten drin. So hätte ich das machen können, aber so habe ich es nicht gemacht. Wie auch immer. Für brauche ich eigentlich auch nicht gut zu machen, aber naja. Gut. Why not? Ja, ich hoffe, es gibt nicht mehr viel an Dungeon-Erkundung hier zu erkunden. Erkundenderweise. Aber es gibt genug Skelettmagier, die uns auf die Ketten gehen. Und ja, noch mal oben und unten und hast du nicht gesehen. Genau, porte dich dahin, warum auch nicht. Und ja, genau, noch einer spawnt. Ich sag ja, warum auch nicht. Wenn wir schon mal dabei sind. Weil drin war auch, warum auch nicht. Meine Herren. So. Ach, da ist ja, geht's ja weiter oder wie? Ja, irgendwie kommen wir da auch noch hin. Wahrscheinlich so da lang. Ja, gut, okay. Denke, schräg, hoffe mal, dass das der letzte Raum ist. Beziehungsweise der letzte Gang. Oh nee, ne? Hier auch noch. So, mal gucken. Dungeon Table. Das können wir noch wegschmeißen. Ja, die Heiltränke. Weg damit. Das kann noch weg. Den einen schwachen Mann kannst du auch wegschmeißen.
damit haben wir den Platz geschaffen. Oh, das Bildschirm möchte ich haben. Aber und eine Truhe. Da ist wieder sicherlich was drin, was wir nicht einfach so komplett alles mitnehmen können. Na gut, schmeißen wir mal. Bomben sind ganz schön teuer. Ja, was soll's, weg damit. Blauer Mond, scharf. Ja gut. Pfeilfalle behalten wir mal. Na gut, hier. Holzpfeile. Weg. Kiste. Das Blümchen wird müssen wir leider auch noch Platz verschaffen. So. Goldene Schlüssel. Haben wir sicherlich genug. Knochen auch. Und das. Das müsste es Dungeon technisch technisch gewesen sein. Moment mal. Tutakan. Das sieht gut aus. Luti, wir haben den Dungeon endlich hinter uns gebracht. Ja, porten wir uns mal kurz raus, machen mal ein bisschen Platz und ich wollte schon wieder den Magic Mirror in den Mülleimer befördern. Ja, es regnet gerade wie Sau. Sieht ja relativ schick aus mit dieser Sonne da und so, die langsam hinter den Wolken verblasst. Tralali, tralala. So in etwa. Ja. Gut, aufgrund des beschissenen Wetters latschen die NPCs nicht wild in der Bude rum, würde ich sagen. Ist auch besser so. Gut, wo haben wir die... Ja, das finden wir gleich. Schnellstapel. Schnellstapel. Ja, Moment mal. Das können wir alles nur dahin tun erstmal. Ja, gut. Dann haben wir irgendwelche Stanzen geraffelt hier, jo. Erstmal so, dann da und da und ja gut, okay, komm, hau rein mal. Dungeon Base, jo. Starry Night. Passt natürlich nicht hier rein. Okay, kriegt die Party-Tante ein schickes Bild rein. Bisschen groß. Kann man später vielleicht in ein etwas höheres Haus des Wolken der Wolkenstadt des Wolkendings wollte ich sagen, nee, des Wolkenpalazzos, aber ja gut, das gibt's woanders. Man könnte auch sagen, ich habe ein wenig rumgekronkt. Hahaha, das war ein Flachwitz, war naja, eher eine Anspielung, wie auch immer. So, bis dahin. Weg. Gut, dann habe ich Obsidian-Schild, glücklich. Okay. Jetzt können wir noch mal eins machen, was wir irgendwie nie gemacht haben. Nur um die Folge mal künstlich in die Länge zu ziehen. Wir sollten noch Zeit... Moment, das beschleunigen wir auch mal. Nein, ich nehme nicht den Port der Tele. Ich nehme die La Bomba. Jetzt haben wir ein bisschen mehr über. Die nehmen wir mit. Die. Und davon. Ach. Ich hoffe, das klappt auch, wie ich vorhabe.
Haben wir nicht mehr Kleber gehabt? Nicht zu doof zum Zählen. Ja, scheinbar. Jetzt aber. Gut. Dann wollen wir mal loslegen. Ich muss mal kurz räuspern. Und schon bin ich wieder da. Ich denke mal, ich werde jetzt mal den Meteoriten demontieren. Ein bisschen Zeit ist ja noch, das können wir noch machen, diese Folge. Wenn euch das nicht interessiert, könnt ihr einfach hier abschalten und zur nächsten Folge gehen. Aber naja, mal gucken. Wie lange ist die Feier schon? 21 Minuten. Ja. Da ist er doch. Oder haben wir nur zwei? Nee, wir haben nur diesen einen, glaube ich. Gut. Sticky Bombs. Ja, es geht mit den Handbomben. Warum auch nicht? Irgendwann hören auch diese Viecher auf zu nerven. Ich glaube, wenn es weniger als 50 Meteoritenblöcke sind, ja gut, oder auch not. Das sieht doch schon entmeteorisiert aus. Hahaha. So. Davon nerven jetzt diese Fische. Gut, bauen wir noch den Rest ab und dann haben wir das auch. Komisches Geräusch beim Schnee abbauen. Hm. Mann, wenn ich auch schon aufstoßen habe. Ja, wie auch immer. Wir müssen Licht machen, da es gerade stockdunkel ist. Gut. So, den restlichen Kitzelkram bomben wir jetzt einfach weg. Keine Lust mehr, da ewig noch zu hantieren. Und dann hier fast versetzt, weggesprengt. Na gut, ich mache etwa 100 Schaden. Das ist auch nicht so fatal. So. Ja, wie rumgezombiert hier. Gut. Ja, nichts mehr vom Meteoriten über. Und damit würde ich sagen, mit dem Abbau. Oh, da ist noch einer. Mit dem Abbau des restlichen Fitzelkrams und der Fackeln verabschiede ich mich für diese Folge bzw. für diese Aufnahme und sag, ja, was sage ich eigentlich immer? Naja, ich sag einfach mal bis zum nächsten Mal. Mal schauen, was wir da machen.
eventuell wieder in die Hölle, bisschen Höllenstein abbauen, bisschen am Elevator basteln. Elevator haben wir schon gebaut. Ich meine natürlich die Arena für die Wall of Flesh. Und uns so langsam aber sicher darauf vorbereiten, den Hardmode zu aktivieren. Vielleicht auch ein bisschen an der Wolkenstadt basteln. Und ja, gut. Ihr werdet es sehen. Ich werde es auch sehen. Beziehungsweise ich werde es machen. Ich sage einfach mal, wenn es euch gefallen hat und wenn nicht, ihr kennt es schon. Deswegen kürzen wir es ab und sagen einfach nur bis denn dann.